Haben Sie heute früh kalt geduscht? Nein, tatsächlich nicht. Ich dusche auf Arbeit. Ich arbeite in einem Krankenhaus, ich dusche mittlerweile auf Arbeit und habe es mir gegönnt, nach einem Nachtdienst 16 Stunden mal warm zu duschen. Tut mir leid. Und setzen Sie beim Kochen immer den Deckel auf den Topf? Das sind ja Fragen. Ich glaube schon. Also ich glaube, man kann diesem Volk nicht vorwerfen, dass es nicht seit Jahren Strom und Energie spart. Die Preise sind schon lange vor der Krise und vor dem Krieg sehr hoch gewesen. Ich glaube, da gibt es bei den meisten Familien kaum noch Potenzial. Außer vielleicht in der Oberschicht mit dem Pool und Saunen und den großen Autos. Aber in der Mittel- und Unterschicht, da wo ich mich zuzähle, wird da kaum noch was möglich sein an Sparmaßnahmen. Ist das ein Grund, warum Sie hier mitdemonstrieren oder wollen Sie sich erst mal anschauen? Was ist Ihr Motiv, hier zu sein? Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich bin gerade politisch so ein bisschen entwurzelt worden durch diese Krise, durch diese merkwürdige Berichterstattung, die für mich vorne und hinten nicht schlüssig ist. Weil ich Freunde in der Ukraine habe, habe ich den Konflikt in der Ukraine schon 10 Jahre zuvor miterlebt und finde jetzt in der jetzigen Berichterstattung finde ich mich einfach nicht wieder und werde gerade so ein bisschen politisch entwurzelt. Tatsächlich habe ich immer die politische Mitte. Ich habe immer SPD gewählt und kann es aber mittlerweile mit den Waffenlieferungen, mit der sozusagen mit der Kriegstreiberei, mit dieser mangelnden Diplomatie und mit dieser allgemeinen Krisensituation nicht mehr vereinbaren. Und ich suche irgendwie ein neues politisches Zuhause, tatsächlich. Und Sie haben erwähnt, dass Sie mit der Berichterstattung unzufrieden sind. Was meinen Sie denn damit? Naja, sie ist undifferenziert, einseitig, sie ist politisch eingefärbt, sie moralisiert und sie ist nicht ehrlich und stellt nicht beide Seiten dar. Die irgendwie sagt, dieser Krieg hat eine Vorgeschichte, die wird völlig ausgelassen. Und die Gräueltaten der ukrainischen Regierung, ob es unter Poroschenko oder unter Selenskyj war, werden gar nicht mehr erwähnt. Und wenn man mir plötzlich Selenskyj als Demokraten vorsetzen möchte, der für Freiheit und unsere Demokratie kämpft, dann habe ich irgendwie das Gefühl, hier stimmt was ganz gewaltig nicht mehr in diesem Land. Das ist verlogen, das ist unehrlich. Er ist nichts weiter als Putin, auch ein korrupter Oligarch. Und man kann ihn mir jetzt hier nicht als Demokraten präsentieren und ich muss das schlucken. Ich habe langsam das Gefühl, ich kann das alles langsam nicht mehr schlucken. Und wie bewerten Sie denn die Politik der Bundesregierung im Ukraine-Konflikt? Sind Sie damit zufrieden, wie da parteibezogen wird? Ganz und gar nicht, deshalb bin ich hier. Deshalb bin ich politisch total entwurzelt. Ich bin weder für Waffenlieferungen noch für Sanktionen, die uns mehr schaden als Russland. Eben wie gesagt, die einseitige Berichterstattung, dieser Krieg hat eine Vorgeschichte. Und die Amerikaner haben lange in der Ukraine, ich kenne das auf dem Maidan, ich war da gewesen. Ich habe die Rede von Victoria Nuland, Faxe EU Victoria Nuland, falls Sie sich noch daran erinnern. Ich habe die Rede gehört, das war Hetze und nichts weiter. Hetze gegen Russland. Und dieses lapidare Kommentar, was sie hinterher gehalten hat, wir haben 5 Milliarden Euro investiert, um unsere Jungs hier in der Ukraine zu installieren. Sowas kann ich nicht vergessen, das brennt sich ein. Und wenn das in der jetzigen, unseren sogenannten Qualitätsmedien überhaupt keine Erwähnung findet, wie fast ein Jahrzehnt lang die Amerikaner eskaliert haben in dem Ukraine-Konflikt, dann brauche ich eine neue politische Heimat. Das kann so nicht sein. Und ich denke, dass die Medien durch die Politik geleitet werden. Ja, und das ist wirklich dramatisch. Das ist schade. Und das macht mir auch Angst. Und was würden Sie sich denn von der Bundesregierung stattdessen jetzt wünschen? Welche Politik und welche Haltung in der Außenpolitik? Ich hätte mir gewünscht, dass man sich in der Ukraine neutralisiert. Das ist nicht unser Krieg, das war nie unser Krieg. Das ist ein geostrategischer Konflikt zwischen Russland und den USA. Schon länger bin ich dafür, dass wir aus der NATO aussteigen. Ich halte die Amerikaner für die skrupelloseste imperiale Macht auf diesem Planeten. Und wir sind in der NATO nicht gut aufgehoben. Die Amerikaner sind nicht unsere Freunde und sie waren es auch schon, würde ich sagen, seit den 90er Jahren nicht mehr. Und die NATO ist für mich das, was der saudische Kronprinz, es tut mir leid, dass ich den jetzt hier zitieren muss, gesagt hat, nichts weiter als die kostenlose Söldnertruppe der Amerikaner. Und genau diesen Preis zahlen wir jetzt. Wir sind transatlantische Knechte und können anscheinend gar nicht mehr politisch selber agieren. Wir sind da in so einer Art politischen Zwangsjacke und die bringt uns in diese Sackgasse. Und ich glaube, dass es, wenn das so weitergeht, und ich sehe eigentlich gar keine Hoffnung, dass es hier eine politische Wende gibt, dass das eskaliert. Und wir tragen das wirtschaftliche und das militärische Risiko, trägt Europa. Das tragen nicht die Amerikaner und auch nicht die Russen, das tragen wir. Und das macht mir Angst.
Dankeschön.